Servus, wir im Power und Fitness Center Regensburg haben uns für die Power Racks von der Firma Rogue Fitness entschieden. Wir haben insgesamt 3 von diesen großen Racks, heißt groß im Sinne von der Tiefe her, und 6 Stück von den kleinen, jeweils außen und innen eben hier mit den J-Cups eine Station aufbaubar. Wir haben jetzt hier einfach mal einen J-Cup hier. Ich habe hier einfach das mit der Stange schon mal aufgebaut. Und jetzt erkläre ich mal kurz, wie genial und schnell dieses System einfach geht. Einfach hier einfädeln, nach unten abklappen und fertig ist es. Wir haben hier eben noch die Nummern mit dazu geschrieben, dass man sich auch wirklich auskennt. Schön ist eben hier, diese Abstände sind eh schon relativ klein. Und was wir aber dann hier unten haben, ist eben für sowohl für die Safeties, also für diese Stangen, die wir dann hier reinfädeln können, um eben Sicherheit zu gewährleisten. Zum einen für das, aber auch zum anderen fürs Bankdrücken kann man dann eben hier Höhen verstellen, wo eben hier diese J-Cup praktisch drin liegt. Und diese Abstände sind halt dann wirklich extrem klein. Und das ist wirklich genial, da kann man sowas von genau arbeiten und genau auf seine Körperproportionen eingehen. Wirklich eine tolle Sache von Rogue Fitness. Und eben hier mit diesen Sicherungen auch dann wirklich höhenverstellbar für die Kniebeuge, fürs Bankdrücken, so dass man wirklich nur noch ganz leicht nochmal das letzte Stückchen ablegen muss und dann ist man total sicher. Also das ist ein großer Sicherheitspluspunkt. Wie ihr schon seht, haben wir eben auch Bankdrücken aufgebaut. Wir können da eben mit den Bänken hier arbeiten und eben die Stange schön für jeden einstellen von der Ablagehöhe und eben auch von den Sicherungen her. Was jetzt auch noch sehr schön ist, wir haben jetzt hier eben auch die Möglichkeit, mit Bändern zu arbeiten. Das heißt, wir haben diese Bandpacks hier, die kann man dann eben jetzt hier unten einfädeln. Einmal hier praktisch, das ist dann praktisch der Punkt, der dafür sorgt, wie weit das Band gespannt ist. Und dann den Ankerpunkt sozusagen, der wird eingesetzt da, wo eben sich die Schulter bewegt. Und dann kann man eben hier ein Band von hier unten, hier drüber, über die Stange drüber binden und dann hat man eben nochmal eine neue Trainingsvariable dabei sozusagen, dass eben sich die Kraftkurve einfach verändert. Je weiter man nach oben wegdrückt, desto mehr Spannung ist auf dem Band, desto schwieriger wird es. Das ist eben eine Möglichkeit, was man eben hier mit diesen Rogue Racks machen kann und eben bei einer normalen Flachbank eben nicht. Und ansonsten haben wir natürlich an jedem Rack die Möglichkeit, auch noch Klimmzüge zu machen. Das heißt, wir haben hier absichtlich eine Querstange mit reingenommen, die wir eben so benutzen können. Auf der anderen Seite bei den kleinen Racks haben wir es sogar so genutzt, dass wir auch einen Fat Grip haben. Da können wir mal ganz kurz hingehen. Das heißt, hier haben wir praktisch die normale Stange, das ist ein normaler Durchmesser. Und dann haben wir hier drüben aber auch nochmal eine richtig dicke Stange. Und wenn man dann hier Klimmzüge macht, dann spürt man das richtig arg in den Unterarmen, weil man eben richtig schön zugreifen muss. Also das ist auch nochmal eine schöne Griffkraftübung. Also hier eben nur in diesen kleinen dann, aber auf jeden Fall auch extrem genial. So, ja, ansonsten, die Racks sind eben hier so mit unserer Plattform verbunden. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch jetzt hier nochmal drauf geachtet, man könnte jetzt hier sogar mit Bändern Kreuzheben im Rack machen. Also wir haben jetzt hier die Bänder, also Bandpacks. Und wir haben aber extra hier auch nochmal eine Plattform hingebaut, dass man eben auch hier abwerfen könnte. Das heißt, man könnte jetzt hier zum Beispiel auch nicht nur mit Bändern Bank drücken, sondern man könnte auch mit Bändern Kreuzheben zum Beispiel, um eben hier nochmal zum Beispiel oben das letzte Stückchen eben rauszuholen und hier nochmal dann vielleicht bei einem Lockout-Problem nochmal Abhilfe zu schaffen. Genau, also das waren die Racks von Rogue Fitness. Wir haben eben 6 Stück insgesamt von den kleinen und dann hier nochmal 3 von den großen und somit sind wir ganz gut aufgestellt.